Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für den heutigen Tag hat es uns nach Rheinfelden verschlagen, und zwar in eins der schillerndsten Restaurants der Umgebung, nämlich ins White House. Und ich freue mich sehr, dass heute die Gastgeberin von diesem wunderschönen Restaurant bei mir ist. Herzlich willkommen, Astrid Thoma. Ciao Desiree, schön, dass ich hier bin. Ganz schön, dass wir hier sein dürfen. Es ist wirklich ein traumhaftes Restaurant bei euch. Man sieht es ein bisschen im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, du bist Gastgeberin aus Leidenschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast das Gen in dir. Wann hast du erfahren, dass du vielleicht so ein Gastgeber-Gen in dir hast? Also ich muss sagen, ich habe mich nie als Gastgeberin gesehen, als jung. Aber ich habe einen Gastronom geheiratet und das war für mich gar nicht so einfach. Ich komme aus ganz einer anderen Sparte. Ich habe studiert, gesprochen und habe mich dann ausbilden lassen als Lehrerin. Und ich habe lange studiert, ob ich mitarbeiten möchte, weil ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch von Natur aus. Und habe alles müssen lernen von der Pike auf. Und die einzige Bedingung, die ich hatte an meinem Mann, ist, dass ich möchte, dass es wie daheim ist, dass ich mich austoben darf, was die Richtung anbelangt. Und er hat gesagt, mach. Und bis heute hat er mir auch nie Grenzen gesetzt. Und das ist toll, schön. Ja. So schön. Ja. Ja, du hast es gerade angetönt, du hast die Mann geheiratet und der hat dich hier angebracht. Das heisst, das White House steht nicht nur für feines Essen und wunderschöne Innendekoration, sondern auch Familie. Das sind ja ein Familienbetrieb. Ja. Wer in eurer Familie hat hier welche Aufgaben? Also mein Mann hat alles, was die Küche anbelangt, unter sich. Meine Tochter arbeitet mit, das ist auch ganz toll. Unsere jüngste Tochter, sie hat den Service unter sich. Und ich habe alles, was den Rest anbelangt. Vom Putzen über Büro, Lingerie, Deko. Aber ich werde natürlich unterstützt von meiner Tochter, von allen meinen Töchtern. Wir haben ja drei Töchter, auch von meinem Mann. Also, die helfen alle mit, immer und ewig. Meine Eltern, meine Brüder. Also, das ist eine ganze Familie im Background, die immer da steht, wenn ich sie brauche, muss ich schon sagen. Das ist mega toll. Das ist sehr schön und viel wert, gell? Ja, sehr, ja. Jetzt, das White House ist wirklich ein ganz spezielles Restaurant. Das kann man nicht vergleichen mit anderen Restaurants, meiner Meinung nach. Vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Weg jetzt noch nicht zu euch gefunden haben in den letzten Jahren, kannst du so ein bisschen erklären, was einem erwartet, wenn man zu euch kommt, gerade zu nachlesen? Also kulinarisch gesehen, mein Mann ist ein sehr klassisch französischer Koch. Er kocht eigentlich klassische Sachen. Wir sind sehr auf Fleisch ausgerichtet. Und das tun wir halt ein bisschen abgewandelt, servieren, ein bisschen verrückt, ein bisschen anders, als man es vielleicht kennt. Ein bisschen grösser, mal ein bisschen kleiner, mal mit Feuer. Es sind, aber wir servieren einfach ganz Gerichte, wie man sie von früher kennt, toll zubereitet. He. Er ist ein fantastischer Koch in jeglichem Belang für mich. Also. Aber wir tun nie etwas Verrücktes ausprobieren. Es gibt bei uns nichts kulinarisch, das man nicht kennt. Also wir haben ganz eine Basic-Küche, die sehr fleischbezogen ist. Und ich finde, jedes Gericht hat noch so einen eigenen Twist, gell? Was so ein schön speziell macht. Ja, so ist es, ja. Der Twist, den er reinbringt schlussendlich, ja. Genau, ja. So könnte man es. Ja, es ist noch schwierig, das zu beschreiben, muss man sagen, ja. Jetzt geht es bei euch aber nicht nur ums Essen. Die haben ja hier sogar noch eine Boutique integriert. Also das heisst, man kann, wenn einem zwischen Vorspeis und Hauptgang gerade ein bisschen langweilig ist, kann man das Apéro-Gläschen in die Hand nehmen und rumtingeln und sogar noch einkaufen bei euch. So ist es. Wenn es einem drum ist, kann man noch in Boutique, auch eine Leidenschaft von mir, von vielen Frauen haben, Kleider. Und ich habe mich irgendwann entschlossen, vor vielen Jahren, ich glaube, ich könnte das auch. Das wär toll, das miteinander zu kombinieren. Ich habe früher noch Dekorationen verkauft. Und das ist immer schwieriger geworden und habe dann angefangen, Kleider einkaufen mit Leidenschaft. Und ja, kann man, muss man aber absolut nicht. Aber ich finde, mit so einem Apéro-Glas in der Hand shoppt es ja auch gerade ein bisschen ringer. Es ist so, ja. Und du tust ja auch ein bisschen beraten. Also. Ja, ich habe wirklich tolle Kundinnen, wo auch die Label, die natürlich auch außergewöhnlich sind, wo da auch immer begeistert sind. Und ich liebe das. Ich liebe das Gesamtpaket irgendwie, ich weiß es nicht. Es gibt richtig gute Atmosphäre, manchmal haben wir richtig Party, richtig tolle Stimmung hier drin. Wir haben schon Gäste gehabt, Frauen, die sich auf dem Catwalk sich gefühlt haben und am Modenschau gemacht haben. Also es gibt manchmal ganz tolle Öben, muss ich sagen, ja.
Jetzt sind wir hier im White House. Wir haben sehr viel Weiss um uns herum. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du lebst den Traum von Weiss. Ja. Von wo kommt die Leidenschaft für die Farbe und was bedeutet sie dir? Ja, ich kann es nicht sagen, woher sie kommt. Ich hatte es als Kind schon. Und es ist immer extremer geworden, die Farbe Weiss in meinem Leben. Warum? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Es ist einfach das, was mein Herz sagt und was für mein Herz stimmt schlussendlich. Ich dekoriere es oft wieder anders und es stimmt dann einfach nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht schwarz dekorieren könnte, aber es stimmt für mich nicht. In Weiss fühle ich mich einfach wohl und es gefällt mir. Und es gibt kein Rezept, es gibt kein Plan, dass es so ist, wie es ist. Es ist einfach so, wie es stimmt für mich. So ist es einfach stimmig. Ja, stimmig, fertig. Ja. Ja. Welche Destination oder welche Stadt, die du vielleicht in der Vergangenheit bereist hast, hat dich am meisten inspiriert oder inspiriert dich noch immer für das Konzept White House? London und Vegas, eindeutig. Ja, das sind meine zwei Lieblingsstädte, da bin ich ja viel. Und, Las Vegas hat mich schon als junges Mädchen einfach fasziniert. Und das war für mich die Stadt, in der ich gesagt habe, es ist alles möglich. Und man muss wirklich seinen Traum einfach leben, in irgendeiner Form und so gut es einem möglich ist. Ja, gut, Vegas, das erkenne ich hier auch ganz klar. Ich finde eure Dessert-Kreationen auch ganz, ganz spannend. Also da sieht man mal eine Glasse, die in einem High Heel serviert wird. Oder auch Trocheneis, wo dabei ist, wo dann über die Dessert-Sachen drüber fließen, Zuckerwatte. Wie ist damals die Idee entstanden zu diesen ganz speziellen Dessert? Ja. Yeah. Zuckerwatte hat mich schon lange fasziniert, schon als Kind. Es war früher teuer. Man konnte das nicht immer kriegen. Und darum war das immer ein Traum, so eine Zuckerwatte an einer Herbstmesse oder so. Und vielleicht hat man einmal eine gekriegt als Kind. Und schon als junges Mädchen habe ich meinem Mann gesagt, wir müssen so eine Zuckerwattemaschine haben. Und wir haben angefangen mit so einer Haushaltsmaschine. Und mein Mann hat aber immer geschumpft, weil die ist, glaube ich, alle Wochen einmal kaputt gegangen, weil sie überhitzt war. Und ich habe gleich aus Amerika, schon vor 20, 30 Jahren, haben wir eine grosse Maschine importiert. Eine grosse Zuckerwattemaschine und Zuckerwatte so viel man will. Also ein Traum wird wahr. Und wir haben es immer mehr eingebunden, auch ins Essen, weil es einfach unendlich viele Erinnerungen weckt. Auch in den Menschen, auch in älteren Menschen und auch in mir. Es sind einfach Erinnerungen von der Kindheit. Es war etwas Schönes, etwas Träumerisches, das einem träumen lassen. Und so eine Zuckerwatte war einfach das Grösste als Kind. Ja. Jetzt, ich glaube, wenn ich das richtig abgespeichert habe, habt ihr im April bereits wieder ein Jubiläum. Ich glaube, euch gibt es schon 10 Jahre, kann das sein? Ja, das stimmt, ja. Also zuerst mal Gratulation, das muss ich zuerst mal schaffen. Danke vielmals. 10 Jahre hier, ja. Wie wird das gefeiert? Habt ihr da etwas? Wir feiern das nicht, nein. Wir sind nicht jetzt die so ein Jubiläum feiern. Wir sind auch froh, wenn wir an unseren Hochzeitstag denken, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich gratuliere euch zu 10 Jahren erfolgreichem White House und vielen, vielen Dank für den spannenden Tag, Astrid. Danke vielmals, Desiree. Schön, dass ihr da gewesen seid.